Hier gibt es das verspätete Neujahresreading bzw. das Silvester-Reading für euch, um diesen Übergang ins neue Jahr so ein bisschen zu kommentieren und für euch so ein bisschen eine kleine Anleitung zu geben, besser gesagt, was denn jetzt wichtig wäre in den nächsten Tagen für euch, ja? Eingeschlossen heute natürlich. Zuallererst kam ganz dringend und wichtig, auch wenn manche von euch wahrscheinlich jetzt mit den Augen rollen, weil es ein bisschen unmöglich scheint, die Ruhe, ja? Nimm dir Zeit, dich zu entspannen, still zu werden und dein Alleinsein zu genießen. Verwöhne dich. Also natürlich ist gerade an einem Tag wie heute ist nicht unbedingt angesagt, dass man alleine zu Hause irgendwo in der Badewanne rumhängt und also normalerweise jedenfalls nicht. Man hat Vorbereitungen zu treffen oder man fährt irgendwo hin oder was auch immer. Aber sie sagen, diese Ruhe muss natürlich nicht nur genauso zum Ausdruck kommen, wie es auf der Karte zu sehen ist, sondern eher, es ist so eine innerliche Geschichte. Ja, man kann sich auch mal wirklich 5 Minuten irgendwo rausbegeben, mal kurz durchatmen, mal wirklich sich sammeln, mal wieder sich auf sich konzentrieren und wirklich sich beruhigen und komplett auch mal versuchen, im Idealfall auch zu meditieren. Ja, also das ist wirklich auch was, was sie stark anregen für heute, dass sich der ein oder andere am besten jeder mal, wenn er es nicht schon getan hat, mal kurz irgendwo hinbegibt und sich mal so ein bisschen ins Alleinsein reinbegibt und sich dann irgendwo hinsetzt und sagt, ich mache jetzt einfach mal 5 bis 15 Minuten, im Idealfall 15 Minuten setzt man sich hin und atmet einfach, beziehungsweise konzentriert sich auf irgendein Geräusch im Raum oder man macht sich wunderschöne Musik an, mit der man nichts Spezielles verknüpft, Meditationsmusik oder was auch immer und ist dann wirklich mal, diese Viertelstunde ist wahnsinnig lohnend für euch. Ja, also nicht nur, dass der restliche Tag ganz anders läuft, sondern also viel schöner und besser läuft, dass es runder läuft, dass ihr ein besseres Timing habt, dass einfach die Dinge besser gelingen, sich andere Dinge ereignen, angenehmere Dinge ereignen. Das ist einfach dadurch so, sondern dass ihr wirklich euren eigenen Ton wieder hört, ja, dass ihr wirklich hört, was ist euch jetzt gerade wirklich wichtig, wo sind eure Bedürfnisse etc. Und dann euch ganz klar auch darauf ausrichtet, das ins Außen dann sozusagen auch zu kommunizieren, wenn es sein sollte. Und das wird einfach eine ganz andere Zeit, dann eine ganz andere Phase für euch, ja. Die zweite Karte ist die innere Göttin. Erwecke die Göttin in dir durch Tanz, Wertschätzung deiner Göttlichkeit und indem du dir Gutes tust. Also, die Männer werden jetzt auch sich überlegen, ja, super, trifft mich jetzt nicht. Wo habe ich jetzt hier meine innere Göttin? Das ist wirklich jetzt einfach komplett allgemein zu nehmen. Natürlich, die Karte symbolisiert normalerweise für die Damenwelt, dass man sich auch mit seiner Fraulichkeit auseinandersetzt, dass man das auch im Außen so ein bisschen zeigt, dass man sich ja fraulich sozusagen gibt, dass man Kleider anzieht, dass man sich schminkt, dass man sich schmückt sozusagen, dass man einfach so dieses Weibliche in den Vordergrund bringt und das wirklich auch absolut, wie soll ich sagen, ehrt und wertschätzt und feiert und zelebriert und so weiter. Das ist die eine Bedeutung der Karte. Und dass man mit seiner Weiblichkeit in den Frieden kommt, wie die Friedenstaube da aussagt auf der Karte. Ja, und dass man sich nicht nicht dauernd rumkritisiert an sich selbst und sich vielleicht zu dick fühlt oder zu klein oder was auch immer. Ja, egal was es ist, man hat ja immer irgendwie was. Gerade die lieben Frauen, ne, neigen so ein bisschen dazu, nicht so zufrieden zu sein mit sich. Was die Karte aber jetzt wirklich für alle, einschließlich der Männerwelt, zu sagen hat, ist, guckt mal so ein bisschen, wie gesagt, mehr auf eure Gefühlsseite. Schaut mal, dass ihr ein bisschen mehr Gefühle zeigen könnt, dass ihr euch selber ein bisschen mehr fühlt, dass ihr in euch reinschaut, was im Prinzip wirklich dazu führen wird, dass die Menschen um euch rum auch sozusagen dann dadurch angeleitet sind, desgleichen zu tun. Ja, und das wird für euch eine sehr, sehr schöne, ein sehr, sehr schöner Austausch werden können. Wir gehen jetzt ins neue Jahr. Das Jahr 2020 ist das Jahr der Aktion. Soll jetzt niemanden verschrecken, sondern da geht es jetzt wirklich mal vorwärts. Ja, ihr könnt jetzt mal ernten, was ihr gesät habt in den letzten Jahren
und in der letzten Dekade. Und jetzt wird es wirklich so sein, dass ihr die Dinge tatsächlich ins Materielle zieht und dass ihr da ganz tolle Dinge erleben werdet. Ja, da werden sich ganz Dinge, tolle Dinge für euch auftun und ihr werdet ganz viel Hilfe bekommen, ihr werdet ganz viel unterstützt werden, ihr werdet ganz wirklich große Schritte nach vorne machen können. Und damit ihr wirklich da auch die richtigen Schritte tut, die letzte Karte spricht von der Herzenskraft, da geht es wieder drum. Also das ist sozusagen wirklich die super Überschrift über die jetzige Zeit, über die Dinge, die da auf euch zukommen, dass ihr komplett wieder mehr mit eurer inneren Führung, mit dem, was euch den ganzen Tag herumschickt, innerlich, in positivster Absicht und Aktion sozusagen, zu eurem höchsten Wohl sozusagen, dass ihr darauf einfach auch wieder mehr hört. Ja, dass ihr euch da ganz klar mit euch selbst verabredet und wie in der ersten Karte schon gesagt, so jetzt höre ich mal wieder in mich rein und nicht auf alle Stimmen um mich herum. Das ist dann was, was einen oft ablenkt und abbringt von der eigenen, von dem eigenen Herzrhythmus sozusagen, von dem, was eure eigene innere Führung euch zu sagen hat, wo es jetzt als nächstes hingeht, was euch gut tut, welchen Schritt ihr unternehmen sollt und so weiter und so fort. Das ist wirklich der allerbeste Weg, den ihr gehen könnt. Und da muss man eben so ein bisschen still werden und in sich reinhören und sich eben nicht ablenken lassen die ganze Zeit. Auch sollten die Verpflichtungen noch so groß sein, wenn ich natürlich mich so ein bisschen begraben lasse von meinen Verpflichtungen, mich auch im Prinzip völlig da so ein bisschen in der Opferrolle sehe, dass ich da gar nicht Zeit habe und Kraft habe und das geht eben nicht, dass ich mich um mich kümmern kann, dann ist das lediglich, soll ich euch ausrichten, ein falscher Glaubenssatz, der so nicht stimmt. In dem Moment, wo ihr euch wirklich für euch entscheidet und euch wirklich auch diese Zeit nehmt und 5 Minuten am Tag sollte man definitiv haben, Viertelstunde dürfte eigentlich auch kein Problem sein, wo man sich zuverlässig mit sich selbst verabredet und sagt, okay, jetzt werden mal die Dinge in Gang gesetzt, so wie sie in Gang gesetzt werden wollen und sollen, zu meinem eigenen höchsten Wohl, dann ist das möglich und dann kann das wirklich jeder und insofern ist dann alles andere an Verpflichtungen rückt tatsächlich in ein Maß, das absolut erträglich und machbar ist. Aber ihr müsst euch eine Entscheidung dazu treffen, dass das machbar ist. Ja? Und dass ihr euch auf jeden Fall, wenn ihr euch mit eurer inneren Führung zusammentut und die innere Führung weiß, wo ihr gerade seid, die weiß, wo ihr hin wollt und die weiß, wie ihr am besten dahin kommt und am leichtesten und einfach dahin kommt, dann ist es immer eine super, super tolle Idee, sich auf die innere Führung auszurichten und zu sagen, okay, ich selber will jetzt alles auf einmal machen und bin völlig überfordert mit allem. Aber ich weiß, da in meinem Inneren gibt es was, was mich genau dahin führt, wo die Dinge sich teilweise auch von alleine erledigen, wo andere Menschen plötzlich auftauchen und mir helfen und dies und das und jenes. Ja, wer mir länger zuhört, weiß das. Ich darf euch nur einfach mal wieder schön dran erinnern. Und jetzt gerade zum Jahreswechsel, jetzt war es eben zum Teil emotional, teilweise etwas anstrengend, weil alte Themen jetzt auch nochmal aufgekommen sind und die wollen alle nochmal gesehen und bereinigt werden quasi. Und deswegen kann man sich da im einen oder anderen Fall schon mal so ein bisschen überfordert und erschöpft fühlen. Ja, das geht, das kann man, wie ihr wahrscheinlich der ein oder andere unter euch auch gemerkt hat. Insofern ist das ein ganz wunderbarer Rat aus eurem Inneren, aus der geistigen Welt. Damit schicke ich euch jetzt in einen wundervollen Resttag oder in eine wundervolle Zeit, ins wundervolle neue Aktions 2020, wo ihr erntet, was ihr da alles in Aktion, ja, im Prinzip mit viel Arbeit angestoßen habt, sozusagen. Das dürft ihr jetzt in Empfang nehmen und da könnt ihr euch jetzt riesig, riesig drauf freuen. Ich freue mich auf euch. Ich freue mich auf nächste Woche, sprich auch aufs nächste Jahr mit euch. Und danke euch natürlich auch für eure Treue und für eure tolle Unterstützung meinerseits durch eure Kommentare und eure Anfragen zu meinen persönlichen Readings und so weiter. Also ich habe mich wahnsinnig gefreut. Ich finde es super toll, dass ihr da seid und dass ihr dabei bleibt und dass ihr euch die Zeit nehmt, euch das alles anzuhören und für euch auch umzusetzen. Sicherlich. Vielen Dank dafür nochmal. Und ja, dann kann ich nur sagen, auf geht's in eine neue Dekade, ihr Lieben. Ja? Bis dann, ihr Lieben. Alles, alles Liebe. Tschüss.